Auf der Nebelinsel, auf der der Elfenmagier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kaer Morhen, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. Yen, du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten. Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wie schön, dich zu sehen. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Hast sie gefunden. Ha! Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Na schön, wir reden später, Sultan. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Und das Loch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Wolf? Ener, Anadar, Valanda. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie kriegen. Was gibt es für Fortschritte? Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Eske. Grüß dich, Wolf. Eske. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Der ist hoch genug. Lass ihn jedes Mal sinken, wenn du die Sehne. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin allein losgezogen, aber Wes hat mich aufgespürt. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen. Ich sollte dich versohlen, weil du mich nicht um Hilfe gebeten hast. Aber ich hab's unterwegs an Roche ausgelassen. Ah, alte Freunde. Was hat dieser Dreckskerl hier zu suchen? Wir brauchen ihn. Vielleicht hast du vergessen, was er getan hat. Ich nicht. Ich muss Ciri retten. Um jeden Preis. Und Leto hat schon gegen die Jagd gekämpft. Ich stelle auch nicht seine Fähigkeiten in Frage. Ich trau ihm einfach nicht. Leto wird uns nicht hintergehen. Du bist naiv. Warst es schon immer. Normalerweise ist es mir egal, aber diesmal könnte es Wes und mich das Leben kosten. Denk darüber nach, bevor es zu spät ist. Wir bleiben und helfen. Aber den wollen wir nicht im Rücken haben. Roche, ich möchte jetzt nicht mit dir reden, Geralt. Wes, sei nicht sauer. Es war nicht gut, den Königsmörder herzubringen. Wir haben einen schweren Kampf vor uns. Was macht die Moral? Erinnerst du dich an die Begegnung mit ihnen am Galgenhügel? Wir werden sie ein weiteres Mal besiegen. Ja.
Illusion. Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Lass meine Kommode in Ruhe. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schade? Frauen werfen sich nur für sich selbst in Schade. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen, seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen und zwingen, im Wald zu landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Ich bin auch dabei. Für mich war Angriff immer die beste Verteidigung. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten.
Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert, Geralt und Leto. Sie benutzen das Temeritium, um die Navigatorenportale zu schließen und möglichst viele Krieger von der Festung fernzuhalten. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Wir nehmen Leto mit. Du kennst meine Meinung. Kann ich dich kurz sprechen? Oha. Jetzt wird's ernst. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut.
Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Redet er immer so viel? Nur wenn er nervös ist. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich hab kein Dimeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Du meinst, Merigold kriegt mehr Beschworen als ein paar Schmetterlinge? Viel mehr. Wart's ab. Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Roschs Fallgruben, die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Horsch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Ich hasse Portale.
Komm nur. Nicht, dass ich diesem Unsichtbarkeitsscheiß nicht trauen würde. Wir sollten von diesen Kreaturen Abstand halten. Problem gelöst. Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlarit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Versuchen wir ihn zu töten? Zu riskant. Schlappschwanz. Was ist mit Marigold? Scheiße. Du solltest drinnen warten! Ich sitze nicht rum, während ihr euer Leben für mich riskiert. Geh wieder rein! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Double Chase! Yeah.
Geralt! Zurück. Zauber lässt nach. Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht. Schneller, Plätze. Nicht anhalten. Merigold gibt uns Deckung. Ob ihn das erwischt hat? Die Limit wohl kaum. Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Riegelt den Burghof ab! Macht das Tor zu! Hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Lambert! Verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Yennefers Kraft lässt nach! Wir müssen uns zurückziehen! Achtung! Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Ja.
durch das Tor in den Hof! Verflucht! Keine Sekunde zu früh! Geh zurück auf deine Position. Viele Grüße von Soltan, ihr Bastarde! Durchgang zum Haupthof überprüfen! Wo ist Esken? Verdammt! Er sollte doch das Tor öffnen! Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar! Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern! Alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten Sie es schaffen. Was ist mit Eskel? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Ich kann das auch. Die gehören mir.
Siegfried auf deinem Hintern. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geralt, halt sie auf! Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Und reinkommen!
Wo ist er? Wir müssen... Dich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt!
Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen fliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. War fehl. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt, dann müssen wir beraten.
Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohlergehen, Moissac. Bis zum nächsten Mal. Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Vesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Ich verstehe dich. Werd mein Glück in Lormark versuchen. Wo es Krieg gibt, gibt es Arbeit. Danach, mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Wolf. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Das war hart. Wir haben's hingekriegt. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Was hast du jetzt vor? Wohl nach Osten gehen, über die Berge. Und dann mal sehen. Leb wohl. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Können wir reden? Worüber? Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein, ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Wie läuft es denn so? Solche Fragen liebe ich. Was soll denn laufen? Was nicht angebunden ist? Das ist Unsinn, Geralt. Und du weißt es. Ich wusste, dass der alte Mann nicht ewig leben kann. Ich habe sogar Eskel gesagt, dass ich sein Schwert will, wenn es soweit ist. Passt genau in meine Hand. Aber Vesemir hätte einen besseren Tod verdient gehabt. Er ist gestorben wie eine Laus. Er wurde zerquetscht. Wir werden ihn rächen. So rosig sehe ich es nicht. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Da bist du. Verdammt schade um Vesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Ich weiß. Danke. Du willst wissen, wie ich mich fühle?
Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke, das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken, versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest, aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. Wir sind zu wenige. Wir haben den Angriff abgewehrt, ja, aber das war ein schlichtes Wunder. Das nächste Mal haben wir nicht so viel Glück. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer. Aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gerne. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln! Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ich gehe ihr besser nach. Warte. Sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut. Wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann.